Einen wunderschönen, da bin ich wieder, euer Odin. Und auch gleich mit dem ersten angekündigten Update werden als extra Video gemacht. Video klingt jetzt doof, aber ist so. Jedenfalls ist das erste Video zu dem ersten Update, was jetzt immer noch in der Beta-Version vorhanden ist. Und da kommen wir mal dazu. Ich habe mir das mal aufgerufen hier schon. Und zwar ist es Beta-Version 3.1.2.0.7. Die genaue Bezeichnung kann ich euch gleich sagen. Und zwar ist hier nur angeblich dazu gekommen, Image Capture zeichnet jetzt gesamte Video-Frame-Rate auf. Klingt kurz und knapp. Ob da jetzt, wenn die Beta zur Vollversion wird, ob da jetzt noch mehr dazu kommt, kann ich euch nicht sagen. Ich kann nur sagen, was hier steht. Und ihr findet das Beta-Update auf www.hauptaug.de. Dort unten auf das Bild Capture und da scrollt ihr nach unten. Ja, nicht wundern, die Schrift ist jetzt momentan weg, weil die haben vergessen, die Schrift weiß zu machen, weil vorher war der Hintergrund weiß, Schrift schwarz. Jetzt haben sie den Hintergrund schwarz gemacht. Die Schrift ist schwarz geblieben. Beißt sich ein bisschen, aber okay. Ja, die haben es so ein bisschen dem Hauptaug Capture angeglichen, aber okay. So, und mit der Framerate meinen die ganz einfach, um euch das auch noch schnell zu zeigen. Wenn ihr hier unten guckt, bei mir steht Input und da steht dann 1920 zu 1080p in 60 FPS. Das heißt, ich nehme in Full HD, wenn ich jetzt aufnehmen würde, würde ich das jetzt in Full HD aufnehmen mit 60 FPS. 60 FPS auf Deutsch heißt 60 Bilder die Sekunde. Die PlayStation 3 macht, glaube ich, die meisten Spiele nur 30 Bilder pro Sekunde. Bin mir nicht sicher. Steht dann aber in der Aufnahme, glaube ich, so ja da. Aber das ist jetzt wohl, ich bin jetzt mit HDMI angeschlossen. Also da macht das hundertprozentig mit 60 FPS. Ob er das jetzt natürlich bei Dings macht, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht getestet. Könnte ich eigentlich, aber dann müsste ich die Playse wieder umstellen. Oh, ich keinen Bock drauf. Aber der Freak will das wohl auch mal testen, dann kann mir das dann sagen. Schreiben wir unter das Video dann drunter. Macht da mal als Bemerkung, ob er auch 60 FPS hat. Und dann wissen wir das. Genau. Mehr ist in dieser Version eigentlich nicht vorhanden. Ach so, ich wollte euch das nur sagen. Ich habe ganz genau, kann ich euch sagen, ich habe 1.0.3.1.2.0.7. So ist die genaue Bezeichnung. So, das war's auch schon. Mehr ist in diesem Update leider nicht drin. Ich halte euch auf dem Laufenden, sobald wieder was Neues kommt. Ein Zwischenupdate oder ein Update-Ergänzung oder was weiß ich. Bis dahin sehen wir uns. Euer Odin.